Sie sehen einen Videopodcast aus der Reihe So sehe ich das unterwegs von der Respektspezialistin Bettina Schöwitz. www.respektspezialistin.de. Heute ist der 3. Oktober 2013 und hier im Rheinland haben wir, wie Sie sehen, wunderschönes Wetter. Mein Schreibtisch als Selbstständige zu Hause liegt proppenvoll und eigentlich habe ich mehr als genügend zu tun und kann mir gar nicht erlauben, den Tag heute hier draußen in der Natur zu verbringen. Nichtsdestotrotz habe ich heute Morgen zusammen mit meinem Mann entschieden, die Wettervorhersage sagt für die nächsten Tage nichts Tolles voraus. Wir gehen heute raus, wir gehen wandern. Flasche Wasser immer dabei, ganz wichtig, auch für das eigene Wohlbefinden. Und das Ganze hat viel damit zu tun, dass wir auf die Art und Weise unsere Akkus, unsere Batterien wieder auftanken. Das beugt den Burnout vor, das hilft unserer Resilienz, unserer Widerstandskraft. Die bedeutet, dass wir in stressigen Situationen dann besser mit der Situation klarkommen und uns wesentlich freier entscheiden können, als wenn wir den Druck haben, dass wir ständig Stress haben. Und ich möchte Sie jetzt heute einladen, mit diesem kleinen Videopodcast auch mit sich achtsam umzugehen. Gehen Sie an schönen Tagen oder auch abends nach Feierabend, auch bei schlechtem Wetter durchaus, raus in die Natur und sehen Sie zu, dass Sie Ihre Akkus wieder aufladen, dass Sie frische Luft ins Hirn bekommen. Sie sahen einen Videopodcast aus der Reihe So sehe ich das unterwegs von der Respektspezialistin Bettina Schöwitz. www.respektspezialistin.de. Ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag.